Erscheint Bild 42 doch später als gedacht? Im neuesten Devblog geben die Entwickler von Project Summit ein ernüchterndes Statement. Bleibt bis zum Ende dran, um alle News aus dem aktuellsten Devblog zu erfahren. Bild 42 ist das lang erwartete Update, was Project Summit bitter nötig hat. Tonnenweise neues Loot, viele neue Crafting-Möglichkeiten und Mechaniken, neue Gebiete und ein aufpoliertes Map-Design soll uns im neuesten Bild erwarten. So wie es aussieht, hat sich aber der Entwickler für Bild 42 doch etwas zu viel vorgenommen. So heißt es im neuesten Blog, dass eine Fertigstellung aller neuen Features, welche für Bild 42 geplant waren, den Release für die Unstable Beta um einige Zeit verschieben würde. Daraufhin hat man sich dazu entschieden, einige Features und Mechaniken zu verschieben und für spätere Updates einzuplanen. So soll man sich mehr Zeit einräumen, die teils noch sehr verbuggten und instabilen Mechaniken zu optimieren und zu verfeinern. Man will also eher weniger, aber dafür fehlerfreie und funktionale Features einbauen, statt alles, was geplant war, in ein Bild zu klatschen, wo dann mit großer Sicherheit Frust aufkommen wird, da vieles nicht reibungslos funktionieren wird. Meiner Meinung nach eine richtige Entscheidung, auch wenn wir dafür im nächsten Update weniger Inhalte bekommen als geplant. Sobald man die Unstable Beta released, wird man sich dann aber den weiteren Features widmen, um diese zeitnah mit zukünftigen Updates zu implementieren. Ein genaues Release-Datum haben wir also leider immer noch nicht. Die Entwickler sagen aber, dass zum nächsten Blog-Eintrag ein klareres Bild entstehen wird und wann man grob mit einem Release der Unstable Beta rechnen kann. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Kommen wir aber nun zu den spielerischen Inhalten, welche in diesem Blog leider ziemlich gering gehalten wurden. Wie wir bereits wissen, wird die Karte eine erhebliche Auffrischung erhalten. Neue Gebiete, größere Gebäude in Städten und jetzt neu dabei sogar unterirdische Orte. Alle bestehenden Gebiete und Gebäude erhalten einen frischen Anstrich. Der Unterschied ist klar erkennbar. Das sieht alles mit den neuen Deko-Gegenständen und Krimskrams alles viel lebendiger aus. Aber auch das Beleuchtungssystem wird eine große Verbesserung gegenüber dem vom Bild 41 erhalten. Geschlossene Räume ohne Lichtquellen erscheinen tatsächlich dunkel und die allgemeine Lichtverbreitung ist wesentlich realistischer. In den beigefügten Screenshots aus dem Blog kann man bereits sehen, wie geil diese Lichtverhältnisse nun aussehen werden. Und auch aus älteren Videos konnte man sich davon schon einen guten Eindruck schaffen. Bild 42 wird nicht nur neues Loot und neue Inhalte erhalten, sondern es wird auch mehr Geschichte zu Project Zomboid und die Vorfälle in Knox County geben. Der Fokus liegt derzeit auf Zeitungen und Flugblätter. Hier sieht man bereits einige 3D-Modelle und Objekte, die extra für die Geschichte erstellt worden sind. Außerdem können Personen, die beispielsweise in Rundfunksendungen oder Zeitungen vorkommen, die einen offensichtlichen Arbeitsplatz oder einen Todesort haben, dort auch als Zombie vorgefunden werden. Das Ganze ist ein Nebenprojekt von einigen Programmierern und soll künftig Spieler dazu anhalten, neue Orte zu erkunden und Einheimische kennenzulernen. Zu guter Letzt gibt es noch einige kleine Details zu dem neuen Loot. So sollen die Gegenstände den Zombies, die wir erschlagen, und den Häusern, in denen sie einst lebten, ein wenig mehr Persönlichkeit verleihen. In diesem Monat war das Ziel, neuartige Schlüsselanhänger und interessante Taschen und Behälter zu modellieren. Ich denke, in diesem Blog sollte es hauptsächlich um das Statement der Entwickler gehen und weniger um die Inhalte aus Bild 42. Nach diesem Statement sind wir alle gespannt, wie es mit Bild 42 weitergeht und ob wir doch noch einige Zeit warten müssen, bis wir endlich die Unstable Beta für Bild 42 bekommen werden. Das war also der Devblog aus dem Mai. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffentlich bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Glück beim Überleben.